Bei Jackies Zeichen Herz werden Kinder und Jugendlichen aus regionalen Kinderheimen unterstützt und bekommen von unseren fleißigen Konrad-Mitarbeitern ein Weihnachtspaket. Das Ernst-Negersbach-Haus ist eine Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung. Unsere Betreuung beginnt bereits bei schwangeren Müttern, über Schulkinder bis hin zu jungen Erwachsenen und Familien. Die Kinder und Jugendlichen in den Einrichtungen bekommen vorgefertigte Wunschzettel, die so aussehen. Die dürfen sich dann Wünsche aussuchen. Diese Wünsche werden dann von unseren Mitarbeitern erfüllt und werden dann schön verpackt und von uns dann auf den Weihnachtsfeiern in den Kinderheimen überreicht. Ich habe mich dieses Jahr für zwei Bücher entschieden, für ein kleines Mädchen von 10 Jahren. Ich habe es ausgewählt, weil ich es schön finde, dass sich Kinder auch noch Bücher wünschen. Es sind ja doch viele Technikwünsche am Baum. Da fand ich das mal was anderes. Es ist ein schöner Prozess, der bereits beim Auswählen beginnt. Manche Gruppen blättern den Katalog, andere fahren in die Filiale und suchen sich was raus. Es ist also ein Prozess über einen längeren Zeitraum, der die Kinder positiv beschäftigt. Und natürlich ist es toll, wenn sie an Weihnachten sich was aussuchen dürfen. Wie jeder in der Region auch weiß, wenn man wieder hört, stehen wir hier für die Region ein. Wir stehen auch für Menschen ein, denen es nicht so gut geht. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Unternehmen haben eine Gemeinschaft. Aber in so einer Zeit, vor der Weihnachtszeit, muss man auch an andere denken. Das tun wir damit. Ich finde es einfach gut, für mich persönlich diesen Moment zu erleben, einem Kind, das es vielleicht nicht so gut hat wie wir oder wie ich, mit so einem kleinen Geschenk einen relativ großen Wunsch zu erfüllen und somit vielleicht ein bisschen das Weihnachtsfest für das Kind oder für die Kindergruppe so ein bisschen schöner zu machen.